Das hier nenne ich mal eine schöne Aussicht. Jo, hier ist nämlich der alte Glockenhelm. Versucht springen, sicher nicht. Ja, und da unten haben wir uns mit den beiden Phantomen rumgekämpft. Da. Ah. Oh, der hat das mit der Schneekugel, ist wirklich toll. Ja, das heißt, wir können wieder zurück. Und jetzt durch das Tor, was wir gerade geöffnet haben. Und ich habe immer noch nicht geguckt, wo man Reparaturpulver kaufen kann. Das hier ist nämlich die Höhle der Verdammten, mehr oder weniger. Und die meisten Sorgen macht mir das da. Da ist nämlich eine Dehnwache. Die ich da ungern habe. Au. Raus hier. Soweit ich weiß, kommt sie nicht aus ihrem, aus ihrer Höhle raus. Genau, sondern bleibt immer hier drin. Ah, sie kommt doch raus. Ja, aber sie geht gleich wieder rein. Genau. Dreh schön um. Ich heile mich währenddessen mal. Wow. So, ein Treffer noch und sie ist weg. Lügner voraus, jo. Da ist nämlich noch eine zweite Dehnwache. So. Autsch. Das könnte etwas unschön werden. Das hat doch gerade so geklappt. Ja. Du bist tot. Und irgendwo war hier noch einer. Ach, der ist da drüben. Ja, da drüben wollen wir eh auch hin. Durch die ziemlich schlecht getarnte Secret-Tür. So. Ein Gewand der Gefolgsleute. So, der Speer ist auch wieder ziemlich angeknackst. Der Speer ist halt schwach. Die Knochenfaust. Ich glaube nicht, dass du dich da durchquetschen kannst.
Und ich glaube nicht, dass mir die Pfeile dazu reichen. Also ja. Wow. Ja, das ist halt eine Dehnwache. Also die zweite Dehnwache hier schon. Und mit ein paar Lebenssteinen. Kriegen wir sie ganz gut kaputt. Wenn sie uns nicht kaputt kriegt. Aber wir können ja jetzt zum Glück hier rein abhauen. Und zwei Lebenssteine schnobbern. Schnochen. Ja, wow, das war jetzt gerade cool, auch wenn es riskant war. So. Ja. So ist das definitiv ungesund. So, jetzt ist sie aber tot. Und ich kann an den Garnisonshofschlüssel kommen, den ich eigentlich dringendst brauche nachher, wenn ich weiterkommen will. Puh. So, ohne Umschweife zum Leuchtfeuer. Schnell wieder auf meinen Heidespeer wechseln. So, Gegenstandskiste. Sortieren wir mal aus. Was wir hier schon an Ressourcen und Vorräten gebunkert haben. Ja. Drei glatte seidige Steine hätten wir noch. So, dann gucken wir mal. Wir haben die große Keule plus 8. Können wir wegpacken. Wir haben zwar schon die große Keule, aber keine plus 8. Zwillingsklinge des Zauberers. Diese Zwillingsstimme stammt aus Melfia und dient als Beschleuniger für die Zauberei. Diese seltene Waffe wird nur von wenigen Kriegern verwendet, da ihr Einsatz großes Können mit Stab und Schwert voraussetzt. Knochenfaust. An die Faust gebundener Knochen kommt im Faustkampf zum Einsatz. Aus einer missgebildeten Kreatur gewonnen, lässt den Träger mit übermenschlicher Stärke kämpfen, als würde der Geist des einstigen Besitzers die Kontrolle übernehmen. So, Stab von Azel hatten wir ja bereits. Da, der Glockenhelm. Ein aus einer uralten Glocke gefertigter Helm. Scheint kaum mehr seine Spielerei zu sein, ist aber äußerst praktisch. Die Helmspitze besitzt vorzügliche Verteidigungseigenschaften. Gewandte Gefolgsleute, Wallgolemstulpen und Zauber. Nee. Okay, Majula, Seelen ausgeben und dann machen wir weiter. Ich hoffe mal, dass wir das wenigstens noch bis zum nächsten Leuchtfeuer schaffen in der Aufnahmesession. Das Gebiet ist recht langatmig, lahmartig. Oh ja. Wie viele Brocken hätten wir? Zwei. Nicht viel, um die Feuerlanze abzuquälen. So, ich brauche allerdings jetzt erst einmal wieder mindestens... Gib mir mal 30 Lebenssteine. Danke. Danke. Und den Rest in ein Level up. Oder zwei sogar. Für zwei dürfte es reichen. Ja, es reicht für zwei.
Jo. Also, das heißt zurück nach Eleumlois zur verlassenen Behausung, wo wir gerade aufgehört hatten. Also, wo wir uns gerade zurückgeportet haben. So, weil hier geht's jetzt dann wieder weiter. Erstmal durch die Wahlgolems. Die zum Glück mit einer reparierten Heidelanze keine Herausforderung mehr sein sollten. So, kommt ruhig her. Au. Wie auch immer sie das jetzt geschafft hat. War übel. So. Du weg. So, die beiden müssen jetzt erstmal dran glauben, bevor sie nerven. So, Nummer 1. Oder erst du. Ja, ist halt blöd. Manche Sachen können mich einfach beim Backstabben treffen. Wow. Gut, dass ich da noch rechtzeitig mein Schild hochgehalten habe. So. Au. Ja, das ist jetzt weniger schön. Gucken wir, dass wir hier wegkommen. Ja, die große Keule. So, weg mit dir. Der wird wahrscheinlich aufstehen, wenn ich hier hochgehe. Mich um ihn hier kümmern will. Oder auch nicht. Ring voraus. Ja, du wirst aufstehen, wenn ich da hinten reingehe, oder? Danke fürs Aufstehen. Ja, da muss ich die Umgehung hier nehmen. Sollte aber vorsichtig sein. Ja, dass ich nicht da runterfalle, weil sonst bin ich wieder da drüben. Schatz voraus. Jo. Dunkler Tanz. Wo war jetzt hier ein Ring? Vorsichtig, Wanst. Ja. Gegenstand voraus haben wir. Ach, da hinten. Ring des Eingebetteten. Ja, den Schlüssel und den Eingebetteten haben wir ja schon mal gefunden.